Für die Topflappen an sich brauchen wir 43 Maschen. Ich habe hier als kleines Beispiel nur die mittleren 21 genommen, damit man sehen kann, wie das Muster, also das Herz, eingestrickt wird. So. In der 9. Reihe laut Anleitung kommt die neue Farbe dazu. Ach. So, jetzt stricke ich einfach mal ein paar Maschen. Jetzt kommt einmal ein neuer Faden hinzu. Eine Masche. Und wir nehmen wieder die ursprüngliche Farbe und stricken die Reihe zu Ende. Hier brauchen wir jetzt im Moment noch nicht viel zu beachten, da es nur eine einzige Masche ist und die zweite Farbe einfach weiter gestrickt wird. Die nächste Reihe, die Rückreihe, stricken wir wieder genauso. Also in dem Fall jetzt bei diesen 21 Maschen bis zur Mitte die 10 Maschen in Blau, eine in Rosa und wieder 10 in Blau. Jetzt wieder einmal in Rosa. Und hier sieht man schon, wie sich die Fäden überkreuzen, wenn man mit der zweiten Farbe stricken sollte. Wieder rüber zu Blau. Interessant wird es in der nächsten Reihe, wo wir nochmal einen Faden in Blau dazu anschlagen. Warum machen wir das? Einfach damit wir hinten nicht so viel Fadengewirr haben und nicht so viel Garn liegen haben, ohne dass wir es wirklich verstricken. Hier hat man jetzt schon die ersten zwei Maschen vom Muster. Wir fangen wieder an bei dem ursprünglichen blauen Faden und stricken wieder laut Seelmuster. Hier haben wir nämlich dreimal rosa, also nehmen wir den rosa Faden auf. Wichtig ist hierbei immer dieses Verkreuzen der Fäden, einfach aus dem Grund, dass man sonst nachher Löcher hat zwischen den Farben. Das will man ja nicht. Also müssen die Fäden verkreuzt werden. Also lege ich hier den blauen Faden nach links und nehme den
rosafarbenen Faden auf. Jetzt nehmen wir wieder einen neuen Faden in Blau, damit wir nachher auf der linken Seite und auf der rechten Seite jeweils das Blau haben, ohne dass wir es verkreuzen müssen hinter dem Rosa. Ich zeige euch das nachher nochmal anhand der Rückseite des Topflappens. Jetzt nehmt ihr einmal den neuen blauen Faden, macht den wieder strickt den weiter. So dass wir gleich mit drei Fäden arbeiten werden. So. Hier ist einmal ein blauer Faden. Hier ist das mittlere Rosa. Und hier ist der andere blaue. So strickt ihr eigentlich die ganze Zeit jetzt weiter laut Zählmuster. Wichtig ist einfach nur, dass ihr darauf achtet, jedes Mal, wenn die Farbe gewechselt wird, die Fäden zu verkreuzen. Das zeige ich euch jetzt noch einmal. Ziehen. Wichtig ist jetzt, dass der alte Faden nach links genommen wird und der rosane oben drüber. Dadurch vermeidet ihr Löcher in der Strickarbeit. Und wieder Fadenwechsel. Rosa legt ihr nach links. Den blauen legt ihr drüber. Hier seht ihr dann, dass hier keine Löcher entstehen.